von Goldistik gehittet. Ich bin jetzt irgendwie so ein richtiger Regisseur hier, wenn man so, weil ich gucke ja gern viel Filme. Ein richtig cooler Regisseur von so Blockbustern. So wie denkst, Leander Hausmann zum Beispiel, den finde ich cool. Weil der hat Filme gemacht, wie zum Beispiel Dinosaurier. Blockbuster ist die Fortsetzung von Jurassic Park gewesen und Lost World. Mit denen würde ich mich gerne mal unterhalten. Das wäre cool, wenn der in meiner Wohnung mal wäre. Ja. Oh, es ist geklingelt. Kommt jetzt einer? Cool, Leander Hausmann ist da! Leander Hausmann kommt mich besuchen. Das ist schon nicht cool. Hallo, Leander Hausmann. Das finde ich cool, dass du mal vorbeikommst bei mir in meinem Zimmer. Ja, schön, dass es hier. Was machst du hier gerade in Neukölln? Eine sehr freundliche, sehr hübsche Dame hat mich abgeholt und hierher gebracht. Krass. Fast wie eine Entführung. Ja, setz dich doch. Ich habe Wasser vorbereitet. Kannst gerne Wasser trinken, wenn du magst. Und wie ist das so als Regisseur in Neukölln? Kriegt man neue Ideen für neue geile Filme? Für was für Filme? Neue geile Filme. Goldene Filme? Geile Filme. Die geil sind. Geile Filme? Also mit Pferden? Nee, nicht gaul. Achso. Da kann man auch sagen zu geul. Gaul, das finde ich gaul. Ja, also kriegst du hier Ideen in Neukölln? Ja, nee, also, Neukölln ist nicht unbedingt mein Jagdgebiet. Das ist eher das von Detlef Buck, dem anderen berühmten Regisseur. Der macht ja so Szenefilme. Ja, das finde ich gemein, dass du Neukölln ablehnst, nur weil hier arme Menschen leben. Nur wenn hier arme Leute leben, warum magst du das nicht? Ja, du magst lieber, wo reiche Leute leben, ne? So wie du. Ja, genau, so das würde ich sagen. Regisseure, reiche genau, Regisseure. Wo man nicht belästigt wird. Von armen, also von armen Leuten, ne? Ja, also auch visuell. Das ist ja immer anstrengend. Was heißt visuell? Na, also per Auge, ne? Also, ja. Was heißt das? Per Auge, also was man so sieht, also wenn man arme, arme Menschen so auf der Straße sieht, ist man ja in der Regel, fühlt man sich ja in der Regel belästigt. Weil du arme, findest du arme Menschen ja, hässlich? Weil das Leben an sich belästigt uns ja, ne, irgendwie. Also ich meine, wir schaffen uns ja das Leben deswegen im Film, damit wir nicht belästigt werden auf der Straße davon. Deswegen gehen wir auch selten aus Studios raus, weil A, uns Sonnenlicht stört und B, uns der Anblick des realen Lebens irgendwie irritiert. Und C? C gibt's nicht. Nur A und B gibt's bei dir? Genau. Dein Alphabet hat nur zwei Buchstaben? Mein Alphabet hat nur zwei Buchstaben. Ja, kann ja nicht jeder Clip sitzen. Gibt auch manchmal halt Clips, die sind nicht so gut geworden. Dann könnt ihr gleich hier weiter. Nächster wird besser. Oder was völlig anderes. Oder hier abonnieren. Ihr habt die Wahl. Ihr seid die User. Ihr sagt das Internet.